Bösewicht Virgil Minkler. Alle, die eine Zuflucht suchen können, zum Gefängnis von Hope County kommen. Vorsicht, wenn die Peggys uns auffallen. Ich weiß nicht, ob die Blumen hier wirklich verwelken oder ob mir mein Verstand nur einen Streich spielt. Uns den Hintern gerettet. Die werfen sich jetzt schon seit Tagen gegen diese Mauern und hören nicht auf. Das ist ein echtes Hornissennest. Fax auf der Straße! Verdammt! Sunny! Rookie, ich brauch dich auf der Mauer.
dich für Harry! Sie sind an uns vorbei! Sie sind über die Mauern! Sie kommen auf dich zu! Positionswechsel. Sie sind durchgebrochen! Pass auf! Sie kommen auf dich zu! Schon komme ich. Damit will ich bloß sagen, dass ich erst noch fertig pinkeln muss. Bin gleich da. Ich gehe da lang. Scheiß richtig. Ich kann sie sehen. Rogers, irgendwo ist ein Schweißgerät. Footy hat es, so let's hol es dir. Du bleibst bei mir. Fangt an, Schrott zu sammeln und wenn ihr dafür die Türen von den Zellen abreißen müsst, dann tut es. Und jetzt los, wir haben wenig Zeit. Gibt's Probleme? Nein, ein paar der Peggys wollten hier hoch, die sind erledigt. Tür! Ist nicht so schlimm, das wird wieder. Nur immer draufdrücken. Weißt du, ich sollte letztes Jahr in Rente gehen. Hatte Angst, dass ich mich langweile. Ey, willst du uns vorstellen oder stehen wir hier nur rum und wackeln mit dem Arsch? Tracy! Ach, fick dich, Virgil, nicht heute. Ich hab's doch gesagt, vulgäre Ausdrücke sind ein Zeichen für du trägst deinen Button nicht. Nein, ich trage ihn nicht. Ich brauche einen Schadensbericht. Aber wir sind Cougars. Eigentlich nicht. Siehst du, ich trage meinen Button, der Sheriff trägt seinen Button, der Mann hier
Tut mir leid, wer ist das? Einer meiner Deputies. Ich dachte, deine Deputies wurden geschnappt. Der hier nicht. Er hat Edens geht so richtig eingeheizt, habe ich gehört. Ist das so? Tja, ich hoffe, du willst dich hier einbringen. Wir brauchen keine Schnorrer. Tracy ist in Ordnung, sobald sie dich näher kennt. Und sie hat nicht ganz Unrecht. Es ist einiges zu tun hier. Hör dich einfach um. Schön, dass du hier bist, Rookie. Schon besser. Guten Tag, Mann. Es geht. Rookie, du machst da draußen einen tollen Job, aber Faith kann Ungehorsam nicht leiden. Wie läuft's? Wir haben erfahren, dass eine bewaffnete Patrouille auf dem Fluss unterwegs ist. Und das klingt auch so, als hätten sie die Auserwählten gerufen. Das Härteste, was die Sekte zu bieten hat. Sei vorsichtig da draußen. Der Nebel steigt auf. Er lässt einen halluzinieren und wenn man ihn zu lange einatmet, tja, dann könnte man so enden wie der Marshall. White Horse Ende. Und deshalb werden wir die Pennys besiegen, weil die Freiheit eine Idee ist. Hier drüben. Komm mal eben her, Rookie. Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, dass ich dich nochmal wiedersehe. Nach dem Absturz kann ich mich nur an Nebel erinnern. Dann bin ich durch ein Feld gelaufen. Und dann sah ich sie. Du hast sie auch gesehen, oder, Rookie? Was auch immer sie sagt oder verspricht, sie lügt. Halte dich von ihr fern, oder dir geht es wie dem Marshall. Das Bliss. Es lässt dich alles vergessen. Du fühlst dich frei. Du willst für immer dort bleiben. Aber es ist nicht real. Nichts von all dem. Hätten Virgil und Tracy mich nicht gefunden, wäre ich immer noch da draußen. Schwimmend in einem Meer aus Bliss. Ein Gefangener in meinem Kopf. Sie haben mich gerettet. Die Cougars, das sind gute Leute, aber sie sind ziemlich am Ende. Wir müssen ihnen helfen, Rookie. Niemand sonst tut das. Eine Sache noch. Wir hatten einen Arzt, einen Tierarzt, aber er tut sein Bestes. Er ist vor ein paar Stunden verschwunden. Keine Ahnung wie oder warum. Halt die Augen nach ihm offen, ja?